Hallo, willkommen zurück zu Minecraft. Ja, Puh, Motivation, Power, Stimmung und Hallöchen. So, Hallöchen und willkommen zurück zu Minecraft. Ja, was machen wir heute? Keine Ahnung. Wir stehen kurz vor Folge 300, das ist das, was ich noch weiß. Wieso? Hab ich den Wald gepflanzt? Seit wann sieht man den Wald hin? Kaum ändert man die Render-Distanz so ein bisschen, wirkt alles ganz komisch. Naja, so, jedenfalls, ich habe jetzt hier, so ein bisschen rumgespielt an den Einstellungen, aber nur ein ganz, ganz kleines bisschen. Und ich habe das Gefühl, die Grafik hat sich jetzt auf jeden Fall verbessert und ich habe den Shader-Mod auch wieder rausgehauen. Ich habe den eigentlich in der letzten Aufnahme so hoch gelobt und gesagt, oh mein Gott, ein Beauty-Ding ist ein Must-Have und tri-tra-tralala. Aber weil ich dann doch hinterher in der Aufnahme gemerkt habe, die FPS sind so ein bisschen im Keller. Und mit dem Installieren, das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen angekotzt. Ich habe das mit dem GLS-Shader probiert und dann hieß es irgendwie neues Update. Habe ich das probiert zu installieren, das hat irgendwie gar nicht hingehauen. Und nachdem ich da 4 Stunden Tutorial-Videos und Tutorial-Texte gewälzt habe und alles mögliche ausprobiert habe, habe ich mir gesagt, so, komm, das ist es nicht wert. Noch weitere 4 Stunden ertrage ich nicht. Cut, ich mach ohne. Fertig. So, ich habe ihn ausprobiert, er funktioniert nicht. Vielleicht in irgendeiner fernen Zukunft, wenn ich einen neuen besseren PC habe. Oder wenn der Mod halt schon so weit verbessert ist, dass ihn auch schlechtere PCs benutzen können. Was heißt schlechtere PCs? Das ist halt einfach für mich kompakter und besser wird. Dann werden wir weitersehen. Aber so wie es jetzt ist, kannst du das vergessen. So. Jo. Wir sind jetzt kurz auf Folge 300. Das ist jetzt, warte, lass mich zurückrechnen. Folge 200... 95 nehme ich gerade auf? 95 oder 96? Oder 94? Irgendwas in dem Bereich wird sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber irgendwas wird sein. Jedenfalls nehme ich... nehme ich die Folge gerade auf und da bin ich auch fleißig am Machen und am Tun. Und ich habe überlegt, ob ich jetzt vielleicht noch weiter am XP-Turm bauen soll. Aber wenn ich da jetzt anfange, an diesem Turm zu bauen, höre ich so schnell nicht mehr auf. Das weiß ich jetzt schon, weil es dann heißt, das noch machen, hier noch was ansetzen, dann wird das Ganze so ein bisschen, zieht sich hin und dann vergesse ich die Zeit und dann, toll, habe ich so einen Schnitt, weil ich hätte nämlich schon gerne so einen sauberen Übergang von Folge 99 Aufnahmeende und Folge 300 Neuaufnahme. So habe ich mir das, ist das Pflänzchen da oben schon gewachsen? So habe ich mir das vorgestellt und das funktioniert halt so nicht ganz so wirklich gut und deshalb... habe ich jetzt halt ein Aufnahmelimit, aber wie gesagt, am Turm weiterbauen werden wir nicht. Das ist jetzt sozusagen, ja, wie kann man das nennen? Nennen wir es eine Reparaturaufnahme, auch wenn der Name komplett bescheuert klingt und eigentlich nicht wirklich passt. Nennen wir es einfach mal so. Wir werden mal so ein paar Kleinigkeiten an unserem Häusle ändern oder verbessern. Beispielsweise, wenn wir diese Tür dort schließen. Und mal schauen, was wir noch so hinbekommen oder was wir noch so machen können. Hier fehlt uns ja auch noch ein bisschen was und ich glaube... hier könnten wir rein theoretisch auch schon anfangen. Hier hatte ich ja ursprünglich so ein Hühnchendingens geplant, ne? So eine... was habe ich ja geplant? So eine Zuchtstation. Ich habe aber mittlerweile festgestellt, diese Zuchtstation, die kannst du in den Hintern boosten. Also, ich habe das in der Kopie mal ausprobiert und irgendwie sieht es erstens beschissen aus, passt von der Lage nicht und die Idee war irgendwie eine Schnapsidee. Also, dafür habe ich mir dann doch was anderes einfallen lassen, aber wir werden hier auf jeden Fall was bauen. Und dieses kleine Abteil hier wird auch auf jeden Fall zum Hühnerstall gehören, aber da macht man Cut rein. Und die Leitung von der Farm da hinten, ich denke dann, also die Wasserleitung wird auf jeden Fall hier lang führen müssen. Und ich denke hier oben, weiß ich nicht, pinseln wir noch irgendwas Hübsches rein, da kriegen wir auch noch was zustande. Mensch, ich dachte jetzt ist hier, oh. Verdammt, ich hab's, aber ich hab noch eine Hau mit. Verdammt, ich dachte jetzt hier, das ist schon wenigstens einmal eine Melone oder so, aber ist ja gar nichts. Verarsche! Na gut. Gucken wir erstmal weiter und dann finden wir auf jeden Fall was. Habe ich jetzt wieder einen kaputt gemacht? Nein. So. Ho, ho, ho. Ich habe nur eine Ho. Schön, dass es übrigens gerade dunkel wird. Aber wir sind ja direkt hier oben im Bett. Und ich glaube, das Gefühl, das Wasser sieht irgendwie ein bisschen heller aus. Frag mich nicht, wieso. Ist einfach so. So. Gehen wir mal schnell schlafen. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal... ja, fangen wir mal was an. ich würde jetzt ganz böse und konkret sagen, fangen wir ein neues Projekt an. Aber weil das jetzt irgendwie so ein bisschen beschissen wäre, jetzt schon wieder ein neues Projekt anzufangen, obwohl ich mit dem noch nicht mehr fertig bin, bestimmt noch 3 andere Projekte ablaufen, legen wir jetzt den Grundstein für ein neues Projekt. Das ist kein Anfang, das ist ein Grundstein. aber vorher gucken wir noch ein bisschen, wir gehen jetzt zum Beispiel noch ein bisschen Wolle ernten. Habe ich eine Schere mit? Schere, ja.
Übrigens ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich sehr viele, und hier den Bug mit den Dingern da unten werden wir auch noch klären müssen. Oh, da rollt ein Ei. Oh, noch eins. Den Bug mit den, mit der Glitch-Kuh, den werden wir auch gleich probieren zu beheben. Und zwar ganz einfach, indem wir die Köder rausholen. wird auf jeden Fall schon halbwegs klappen, hoffe ich mal. Was hatte ich jetzt vor? Wolle, Schafe quälen. So, was haben wir hier eigentlich? Ist hier schon wieder, hat sich hier irgendwie wieso kann ich jetzt nicht reden? Hat sich hier wieder irgendjemand verlaufen? Übrigens, ich entschuldige mich jetzt schon mal, falls ich ein wenig, was bist denn du gerade abgehauen? Falls ich ein wenig verschnupft oder so klinge. Ist so wie diese wunderschöne Jahreszeit, kennt man ja das Wetter. Das Wetter ist ein Traum, oder? Eine Woche total warm, plus 15 Grad, eine Woche wieder arschkalt, minus 15 Grad, ist ein Traum. Da machen viele Immunsysteme nicht mehr mit und sagen sich, so, ich streike. Meins leider Gottes auch, ich habe auch so einen kleinen Koller. Meine Nase ist ein bisschen dicht und leichte Kopfschmerzen hin und wieder auch. Aktuell gerade nicht, Gott sei Dank, sonst könnte ich nicht aufnehmen. Aber die Nase hat noch so ein bisschen, ich kann voll reden, ne? Also, verzeiht mir, wenn ich ein klein bisschen verschnupft klinge oder, wenn ich ab und zu unbewusst übrigens zwischendurch mal kurz die Nase hochfinge, was eigentlich ein bisschen unangenehm klingt, aber ich hoffe, das fällt nicht so auf. Obwohl Ärzte ja empfehlen, lieber öfters hochziehen als schneuzen, ne? Empfehlen Ärzte, ist kein Scherz. Also, ja. Hat mir sogar mein Hausarzt empfohlen. Naja, und, wie gesagt, ich hoffe nicht, dass das vorkommt. Und wenn doch, ich bitte es zu entschuldigen, ich arbeite dran. Weil ich probiere es, dass es nicht vorkommt. Wird hoffentlich klappen. So. Aber ansonsten geht's mir gut. Wie geht's denn euch so? Schreibt doch mal in die Kommentare so ganz spontan. Wie geht es euch? Geht es euch gut? Geht es euch nicht gut? Was ist gerade Besonderes in eurem Leben? Schreibt doch einfach mal rein. Warum nicht? Lerne ich euch vielleicht besser kennen, meine lieben Abonnenten. So, wenn ich das Schaf jetzt schlage, hat's Pech. Na, Glück gehabt. So. Aber jetzt, ich hab's immer noch nicht geschlagen. Und die Kuh auch nicht. Meine Fresse, ist der Minecraft-Man hier nett. So, eine Zuckerrohr... Habe ich gerade eine Fackel kaputt gemacht? Keine Ahnung. Eine Zuckerrohrfarm wird auch noch kommen und eine Kaktusfarm auch noch. Also das hier wird ein ganzer Multikomplex, unser Haus. Eine Farm wird an die andere angeschlossen. Guck mal, ich laufe aufs Schaf zu. Was ich sagen wollte, mir ist aufgefallen, dass ich sehr, sehr viele Folgentitel irgendwie mit Schafen oder mit unseren Tieren hier generell zu tun habe, ne? Irgendwie, was glotzt denn du so? Ey, Glotzkuh, glotz nicht. Scheiß Glotzkuh. Und irgendwie generell sehr, sehr viele Folgen haben irgendwas mit Tieren zu tun. Ich glaube, alleine in den Folgen 250 bis 300 hat, glaube ich, mindestens jeder fünfte oder sechste Titel oder ein Thumbnail oder so hat irgendwas mit den Tieren zu tun. Was mir auffällt, also irgendwie, entweder wir verbringen zu viel Zeit hier oder ich bin beim Benennen der Folgen einfach so unkreativ oder einfach nur so motiviert wie der Designer der japanischen Flagge. Ich hau da einfach nur einen roten Punkt drauf, dann hat sich das. Es ist die aufgehende Morgensonne. Das können die dann interpretieren. Na, also, ja. Jetzt hört doch mal auf. So motiviert komme ich mir hier vor. Aber, naja, was soll's. Irgendwas wird sicherlich schon hinhauen. So, komm, das Gelb hole ich mir noch. Übrigens, ich hoffe ja auch, dass wir hier langsam mal ein bisschen Flotte machen. Denn sobald ich... Wie, da war doch 100 Pro noch einer. Noch ein Wollblock, oder? Nee, nicht. Etwa nicht. Na gut. Hier, sobald wir nämlich den Turm beendet... Wer hat gefressen von euch Schweinen? Ich sehe keinen. Naja. Sobald wir den Turm beendet haben und die U-Bahn-Linie unten auch so zum Großteil, würde ich gerne davon den Ausgang auf die andere Seite erstmal komplett ausbauen. Und anschließend haben wir was Besonderes vor und dann geht's langsam an die Getreidefarm. Denn sobald ich den Ausgang da, ausgebaut habe... Oh, rote Wolle ist gefragt. Das heiße Ware auf dem Markt. Wie gesagt, sobald ich das nämlich fertig habe... Ach, komm her. Sobald ich das fertig habe, werde ich nach oben laufen... Sobald ich das, den Durchgang da fertig habe, werden wir, denke ich, auch die Tiere hier in die Wildnis entlassen. Obwohl ich dann hier die Klippen noch ein bisschen bearbeiten muss, aber kriegen wir auch ganz gut hin, denke ich mal. Kriegen wir schon hin. So, wollte ich noch was? Nee, geerntet habe ich Hühnchen. Ich habe keinen Platz. Glück gehabt. So. Glück für meine Chickens. Süß. Habe ich noch Platz für Eier? Nö, schade. Wolle. Hier. So, dann pack mal rein hier, das gute Scheusch. Mensch, 18 schwarze Wolle wieder, da lässt sich wieder ein bisschen was flicken. So, ein paar von den Dingern hier haben wir auch noch. Und das war's, ne? Genau.
So, ach übrigens, mach das mal so. Oh, ist doch richtig, so. Hier, die hat ja Haltbarkeit, ist aber jetzt schon angeschlagen. Ich hoffe nur nicht, dass das zur Gewohnheit wird. So, 16 Eier, schon wieder? Düt. So, komm, Kiste, Kiste. Düt, 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 düt. Mein Aufnahmelimit beträgt, weiß ich nicht, eine Stunde 15, glaube ich. Und ich nehme jetzt 10 Minuten auf. Ich glaube, ich habe eine ganze Folge jetzt hier mit verplempert. Ach, Mensch. Na gut. Ach nee, warte, was ich noch mitnehmen sollte. Was ich schon seit, ich glaube, wirklich 100 Folgen vorhabe. Uno, Quattro. Mist, den Fehler hatte ich schon mal. Drei. So. Ist Quattro vier? Weiß ich nicht. So, keine Ahnung. Ich hatte den Fehler schon mal mit dem Zählen, als ich da unten gesprengt habe und irgendeiner hat mich verbessert. Und meinte, ah, das war ein toller Witz, weil Uno das und das heißt und Uno das und das ist, weißt du bestimmt, ne? Ich so, ja, das weiß ich sicher. Obwohl ich keine Ahnung hatte und bis zu dem Zeitpunkt echt dachte, dass Uno, Quattro, Dotro oder irgend sowas, habe ich glaube ich gesagt, 1, 2, 3 heißt. Ja, so leicht kann man sich täuschen, aber ich wurde ja dezent verbessert von euch. Hä, danke. ohne dass ich was davon mitbekommen habe, auch super. So, so kann man Platten machen, ne? Genau. Dann lösch und Stuck Leschmal zwei Platte mache. Kann ich die? Ja, die kann ich hier hinbauen. Hey! So, dann reißen wir jetzt gleich mal das neue Projekt an. Und zwar ist das Projekt Nummer hier. Hey! Hey, wieso ist das der? Ach ja, da hatte ich mal reingebaut. So, da ist die Steinwand. Die ist ja auch noch nicht fertig aus. Hey! Die Wand ist ja hier gar nicht ausgehöhlt. Die Wand ist gar nicht... Wieso ist die Wand nicht ausgehöhlt? Hatte ich die Wand nicht mal schon mal ausgehöhlt? Hatte ich nicht? Tja, dann wissen wir, was wir zu tun haben. Hier, ne? Kleine Reparaturen. Die Wand hätte eigentlich schon mal ausgehöhlt worden sein. Da muss nämlich normales Holz rein. Echt, dass ich das nicht gemacht habe? Was ist denn jetzt da drunter? Nix, Stein. Ach, das ist... Ah, das ist die Fläche, wo wir mal ausgefüllt hatten, ne? Mit Stein, als wir hier so ein bisschen dicht gebaut hatten. Ich erinnere mich. Dome, nimm doch deine Diamantenspitzhacke. Nein, ich möchte erst die Eisenspitzhacke aufbrauchen. Danke für deinen Hinweis. So, weil es bestimmt wieder 20 Pappnasen gibt, die sagen, Dome, du hast die Tierspitzhacke, benutze doch. Nö, ganz dezent sag ich dann, nö, leck mich. So, nein, so unfreundlich sag ich das nicht. Jedenfalls nicht zu dir. So, gut. Pass auf, dann kleistern wir jetzt nämlich das hier weg und dann gucken wir mal, was wir hier noch so rundum alles finden. Ist jetzt wirklich, oh, ist jetzt wirklich ein richtiger Reparationsdienst hier, ne? Alles ausbessern, alles aushöhlen hier. Aber ich meine, dann sparen wir uns das Aushöhlen schon, wenn wir nämlich die Kaktusfarm bauen, die dahinter rein soll. Ja, eine klassische Kaktusfarm besteht bei mir. Ist eigentlich nichts Kompliziertes, eigentlich nur ein Wasserlauf und ein paar Blöcke in die Luft schweben, mehr ist das nicht. Und von daher wird das eigentlich auch nicht so lange dauern. Ich glaube, in der Aufnahme werde ich damit sowieso nicht fertig, aber es wird auf jeden Fall keine Ewigkeit dauern. Wie manch andere Projekte. Hust, hust. So, wie viel Holz habe ich denn noch mit? Ah, 32 Stück, also 264er Stacks. Ob das reicht? Es könnte, es muss nicht, es könnte. So. Düt, 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 düt. Düt. Sieht ja gar nicht mal so schlecht aus jetzt hier vom Repertoire. Hör mal, ich weiß gar nicht, ist das jetzt schon wieder unaktuell, wenn die Folge rauskommt? Ich weiß nicht, ich glaube, die kommt in 2 oder 3 Wochen raus. Ist das dann wieder unaktuell? Oder nicht mehr aktuell? Absolut nicht mehr up-to-date? Keine Ahnung. Aber habt ihr diese... habt ihr diese total unglaubliche Erpressung von dem Krümelmonster mitbekommen? Läuft ja mittlerweile auf jedem Nachrichtensender. Ich find's unglaublich. Was haltet ihr denn von der Geschichte? Da gibt's die, da sind die Meinungen ja auch wirklich sehr, sehr, sehr stark zweigeteilt. Die einen sagen sich, mein Gott, das ist ein Spaß und auch noch für einen guten Zweck, das ist doch alles wunderbar. Andere sagen, Diebstahl ist Diebstahl, das muss man verurteilen, das läuft so nicht. Ich muss gestehen, ich finde es ja in erster Linie super, super lustig. Also das jetzt irgendwie zu verurteilen oder so, finde ich überhaupt nicht. Und ich finde eigentlich in dem Falle, weil es ja... Ach, ich weiß nicht, also ich finde ja im Grunde, Diebstahl ist es ja gut, ganz... Ich sag mal, ganz genaue Leute sagen, das ist ein Diebstahl, in der Tat. Vor allem die ganz großen Juristen, aber ich persönlich sag mir da, mein Gott, leben und leben lassen. Also das ist, da kommt im Grunde keiner zu Schaden. Ich glaube selbst Balsen, ich glaube selbst der Chef von Balsen hat sich gesagt, oh Gott, ja, ja, fand das Ganze auch relativ lustig. Dass der, und vor allem, es hat ja zuerst gar keiner mitgekriegt, dass der Keks weg ist, ne? Dass dieser Keks verschwunden ist, das hat man ja erst mitbekommen, nachdem das Erpresserschreiben bei der Hannoverischen Zeitung eingegangen ist, wo es dann hieß, hey, du, ich hab den Keks von Balsen. Was Keks? Hat man erst nachgeguckt und stellt fest,